Mai 2014, ganz Darmstadt im Ausnahmezustand. Rückkehr nach über 20 Jahren in die zweite Liga und das als krasser Außenseiter. Der Triumphzug hallt nach, auch bei Neudarmstädtern. Ja, man hat natürlich die Highlights gesehen von dem Spiel nochmal. Man hat auch gerade an den Fan-Treffen und Sponsorentreffen, wo die Videos nochmal gezeigt wurden oder die Radioszenen eingespielt wurden, wurde man einfach damit identifiziert und infiziert. Von daher weiß man, wie es da abgelaufen ist, wie die Stimmung war. Und das wollen wir natürlich auch ein Stück weit mitnehmen, weil ein Aufsteiger, der lebt natürlich immer ein bisschen davon. Und ja, das wollen wir jetzt einfach am Sonntag und in die nächsten vielleicht dann noch 2-3 Spiele mitnehmen und dann geht es dann aber auch in den Alltag rein. Maurice Exlager, Leihgabe von Bundesliga-Aufsteiger Köln, ist einer von bislang 9 Neuzugängen bzw. 8. Denn Torwart Christian Wettklo von Mainz 05 hat den Club diese Woche schon wieder verlassen, nach einem vermeintlichen Trainingsstreit mit Aytaş Sulu. Die neue Nummer 1 zwischen den Pfosten wäre somit Christian Matenia, ebenfalls aus Mainz. Hinzu kommt aktuell der frühere Wehener Stürmer Ronny König, von Hertha BSC Berlin Fabian Holland, aus Dresden Tobias Kempe und Romain Brégerie. Außerdem kann sich der frühere Mainzer Chatli Amri noch Hoffnung auf einen Vertrag machen. Das Saisonziel lautet Klassenerhalt. Wir haben gute Leute dazu bekommen. Ich denke, das Wichtige ist auch, dass bei einer Ausstiegsmannschaft der Stamm bleibt. Da sind die sowieso schon eingespielt und haben längere Zeit, über längere Jahre auch zusammen gespielt. Von daher, ja, denke ich, dass wir sehr gut gerüstet sind. Nicht nur der Kader, auch das alte Stadion am Böllenfalltor erstrahlt in neuem, zweitligatauglichen Glanz. Mit Rasenheizung, neuen Sitzen und sogar neuen Toiletten. Der Darmstädter Konzern Merck hat sich die Namensrechte gesichert. Kommendes Jahr soll eine neue Arena gebaut werden. Als erster Gast kommt am Sonntag der SV Sandhausen. Der Tabellenzwölfte der Vorsaison will aber sicher nichts zum Darmstädter Klassenerhalt beitragen. Man hat gesehen, dass die Mannschaft gelebt hat. Jetzt haben sie die Euphorie mit in die zweite Liga genommen. Ich denke, es ist kein ganz einfaches Spiel. Aber wir müssen direkt versuchen, von Anfang an klar zu machen, wer schon ein Jahr jetzt oder beziehungsweise 2 Jahre in der zweiten Liga spielt und direkt einen Dreier holen. Ja, ich denke, das wird erstmal ein kleines Abtasten sein. Wir sind neu in der Liga. Sandhausen hat auch ein paar neue Spieler dazu bekommen. Das ist immer so die ersten 1, 2, 3, 4 Spieltage. Das ist immer so ein gewisses Abtasten. Aber wir wollen natürlich hier in unserem Stadion das Spiel gewinnen. Und so gehen wir auch mindestens die erste Halbzeit an. Dominik Strohengel wird nach seinen 27 Treffern der Vorsaison sicher auch noch etwas nachlegen wollen. Nicht dabei sein wird Aufstiegsheld Elton da Costa. Der 34-Jährige kickt inzwischen für Verbandsligisten FCA Darmstadt und verpasst somit eine Saison, in der am Ende vielleicht wieder so gefeiert werden kann, dann aber der Klassenerhalt.